Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Kommissar Kugelblitz. Kpslitz! Mr. Mississippi. Er hat irgendwie gesagt, wir sollen irgendwie in Teil 14, Band 14, die Fall Cobra. Nummer 14. Ja. Das war der Fall Cobra. Ja. Spannende Sache. Spannend, spannend. Ja, und jetzt? Was muss ich jetzt wissen? Ich brauche doch irgendwie Infos, oder? Mit Geheimfolie. Danke. Alles gepackt. Ah. Jetzt aber nichts wie los. Was? Okay. Er brauchte nur den Fall 14. Meine Damen und Herren, willkommen an Bord. Wir begrüßen Sie auf unserem Flug nach New Orleans und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Das sieht nach erster Klasse aus. Schön Beinfreiheit. Beinfreiheit. Und er voll am Wegschnecken hier. Stinksen. Knacken. Knicknack. Die ganze Nacht, er schläft den ganzen Flug über. Das ist auch, das kann man ab einem gewissen Alter. Da war draußen ein Flugzeug, der sah. Oh, er träumt. Kommissar Kugelblitz Dreams. Ja, da bin ich gespannt, von was der so träumt. Kein cooler Traumsound. Wohin fliege ich denn? So, Ich muss Colorado, irgendwo in der New Orleans. Milchstraße sein. Bin in intergalaktischem Geheimauftrag unterwegs. Okay. Ich soll Sterne fangen. Alter, du bist ein 50 Freak. Stück? Die fehlen auf der amerikanischen Flagge. Muss ein außerirdischer Ganove geklaut haben. Was? Der ist komplett crazy, der Typ. Oh, aha. Oh. Oh Gott. Ah ja, mit dem. Okay. Wow. Ich muss es mit der Maus steuern. Das ist richtig kacke. Hä? 50 Sterne sind in der amerikanischen Flagge. Alter. Boah, man muss hier richtig komisch steuern. Ich muss es ganz langsam bewegen. War nix. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Hä, ich hab doch. Naja, war nix. Blöder Stern. Wie Nur war nicht mit nix? Schnuppe. Was heißt denn da war nix? Ich sammle doch die ganze Zeit Sterne. Wie soll ich denn dem ausweichen hier? Ja. Freunde, mal ganz ehrlich. Ja, noch einer. Ist nicht wahr, ich muss. Ja, Alter, wenn er so schnell ankommt hier. 50 Sterne sind in der amerikanischen Flagge. Die Steuerung ist total kacke. Naja, war nix. Wie Blöder Stern. war Nur nicht nix? mehr Schnuppe. Warte mal, wie kann ich das anders steuern? Ich kann es nur mit der War Maus nix. steuern. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Hä? Guck mal, ihn zieht es immer automatisch dahin. Hui. Wenn da irgend so ein Gegenstand ist. Weißt du, ich bin hier so? Okay. Naja, war nix. Hä, Blöder Stern. ich hab doch den Nur Stern nicht mehr Schnuppe. eingesammelt. Ich hab. Oh Mann. Ja, noch einer. Ja, wieso hat es der gezählt und die Das anderen macht sind mehr irgendwie. Spaß als Fische fangen. Fische fangen? War nix. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Wieso war das denn nichts? Das waren doch Sterne. Ich verstehe nicht, was ich hier tue. Hallo, Herr Kugelblitz. Das waren gerade 6 Sterne. Wieso habe ich die nicht bekommen? Und da ist einer ganz. Naja, war Oh nix. Gott, voll der Blöder Alien in mich Stern. Du reingeballert. bist mir Schnuppe. Sternschnuppe, jetzt hat. Krasser Joke, Alter. Wieso ist denn das so schnell auf einmal? Naja, war nix. Wie. Blöder Stern. Das. Du bist mir Schnuppe. Was heißt denn war nix, ey? Ich war doch voll gut. Okay, ich presse ihn dann so ganz nach unten, wenn hier irgendwas anderes kommt. Wow! Alter, nein! Was. Oh Gott, ey, ich. Was ist denn das für eine Steuerung? Guck mal, wo meine Maus ist? Meine Maus ist da oben und wo er rumlungert hier. Dann. 50 Sterne sind in der amerikanischen Flagge. Ja. Wenn die Fledermaus so verkackt schnell ist. Warte mal. Oh Mann, ey. Nimm doch nicht immer alles, dann flieg doch auch dahin, wo ich das dir sage. Okay, das ist so total verbuggt, ey. Das ist so scheiße. Ja, noch einer. Okay, aber was mit denen? Die zählen wieder nicht, oder was? Was ist denn das? Nee, Naja, der war soll. nix. Wie Blöder er immer Stern. so Nur nicht automatisch mehr Schnuppe. runterruckelt. Leute, ey.
Guck mal hier, also ich halte jetzt ganz still. Geht nicht. Naja, war geht auch nicht. Blöder Stern. Und immer wenn ich irgendwo. Du bist mir Schnuppe. Guck mal, das geht gar nicht. Ach. Okay. Okay. Die müssen nicht ins Flugzeug, sondern da oben in diesen Koffer rein. In das. In das Lasso da, in das. Ich hab schon verstanden. In den Kescher. Wenn ich die Sterne einfach mit dem Flugzeug berühre, dann ist das egal. Ja, noch einer. Sie müssen ganz vorsichtig in den Kescher. Ich hab schon. Okay. Ja, naja, klar. Sorry. Okay. Ah, okay. I'm so sorry, Leute. Ihr habt das natürlich schon voll früh gesehen. Weil ihr natürlich richtig krass klug seid. Mir reicht's. Ja, mir auch. Aber es interessiert auch niemanden. Und wieder einer. Und wieder einer. Ja, es fehlen ja nur noch 33.000. Scheiße. Na los, jetzt. Sterne, kommt doch mal hier ein bisschen rum. Jetzt habe ich es aber gleich geschafft. Erteilen Landeerlaubnis, denn sie haben alle 50 Sterne gefangen. Alles klar zur Landung. Was? Oh mein Gott. Meine Damen und Herren, willkommen in New Orleans. Das Gepäck wird auf Wunsch direkt ins Hotel gebracht. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt am Mississippi. Das, was? Direkt ins Hotel? Wie wollen die das denn checken, was man, also das geht ja so nicht. Wie ist das mit Kontrollen und so? Zoll? Er ist einfach weg. Oh, hallo. Heiß ist es hier. Gut, dass mein Koffer gleich nach oben gebracht wurde. Jetzt muss ich doch mal schauen, was hier so los ist. Du hast auch einen Schal an. New Orleans, von dir habe ich geträumt. Eigentlich wollte ich mich gleich nach Kim erkundigen. Aber an der Rezeption war ein unheimliches Gedrängel, als der Flughafenbus ankam. Warum? Vielleicht hat der junge Mann an der Rezeption jetzt etwas Zeit für mich. Der Flughafenbus. Dann werde ich ihn nach Kim ausfragen. Der Flughafenbus kam an dem... War sie denn hier in dem Hotel oder was? Wieso bin ich denn in dem Hotel? Okay, wir können hier ein bisschen so die Straße langlaufen. Da ist ein Jazzclub. Okay, und wo ist es hier noch? Okay, ein Markt. Ah, wer sind Sie denn? Hallo? Hallo, Mister. Hallo. Herumstehen bringt nichts. An die Arbeit. Hä? Ich dachte, wir snacken so ein bisschen mit der... Hallo, Mister. Hallo, Mister. Ja, Alter, dann... Snack doch ein bisschen mit der. Ja, Junge. Hallo, Mister. Hallo. Okay, alles klar, die Krokodilbraut. Blue Moon. Blauer Mond. Was für ein schöner Name für ein Jazzlokal. Ist das so? Ah, es hat geschlossen. Naja, um diese Tageszeit ja auch kein Wunder. Immer noch zu. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist, ehrlich gesagt. Ich habe ja keine Uhr mitgenommen. So, aber es scheint ja nicht so krass viel los zu sein hier in dieser Straße. So eine Affenhitze. Ab ins Hotel. Das hat Klimaanlage. Ja, dann rein mit dir. Wegen der Affenhitze. Wobei du ja dann eigentlich nach draußen gehörst. Mein Lieber. Hallo? Ich bin's. Der Kugelbolt. Mein Name ist Flash. Ich wollte schon vorhin mit Ihnen sprechen, als ich eingecheckt habe. Flash? Aber da war so viel Betrieb. Sorry, was kann ich für Sie tun? Ich habe eine Bitte. Die Stimme. Es handelt sich um Miss Kim Tissot aus Paris. Kim Tissot, sagen Sie. Miss Tissot ist leider nicht hier, Mr. Flash. Ich weiß, das ist ja das Problem. Ich muss sie unbedingt finden. Wir warten auch auf Sie. Sie hat allerdings am Freitag anrufen lassen, dass sie eine Mississippi-Kreuzfahrt macht. Interessant. Aha. Wer hat da angerufen? Eigentlich dürfen wir über unsere Gäste keine Auskunft geben. Verständlich. Aber hier handelt es sich um einen Sonderfall. Ich bin Detektiv. Und soll im Auftrag ihres Vaters nach Miss Kim suchen. Sind Sie wirklich ein echter Detektiv? Ja, hier ist mein Detektivausweis. Alles klar, Mr. Kugelblitz. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Kompliment, Pedro. Dich führt zu schnell keiner hinters Licht. Brauchen Sie einen Assistenten? Ich würde gerne helfen. Sehr gerne, Pedro. So einen aufgeweckten Jungen wie dich kann ich gut gebrauchen. Okay, Boss, ich bin bereit. Chef, hier ist ein Fax für Sie gekommen. Aus Deutschland. Danke, es ist aus Hamburg. Absender ist meine tüchtige Assistentin Sonja Sandmann. Ich habe ein bisschen Deutsch auf der Hotelfachschule gelernt. Das sah immer ganz anders aus. Es ist verschlüsselt. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Oh, verstehe. Na klar. Und wie wird es entschlüsselt? Mit meiner Dekodiermaschine. Sie ist in meinem Detektivkoffer. Ich muss sie nur herausholen. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Okay.
Okay, ich habe da ein paar Fragen. What the hell? Mal sehen, was in Hamburg. Okay, also seine Assistentin. Das ist meine Dekodiermaschine. Man muss nur den richtigen Code eingeben. Heißt Sandmännchen. Die Maschine den Text. Sieht echt stark aus. Und woher wissen Sie den Code? Den habe ich vorher mit Sandmann vereinbart. Fall Nummer 14. Verstehe. Okay. Rumko, wie heißt bla bla. Okay. Fall Nummer 14. Was muss ich jetzt eingeben? Schlange? Oh shit, was war denn Fall Nummer 14? Bitte gib das richtige Codewort an, damit wir das Fax lesen können. War das eine Kobra? Ich habe keine Ahnung mehr. Oh Gott, gibt's hier überhaupt ein C? XC? Gibt's ein R? Oder was? Python? Nein. Das Codewort ist das gefährliche Tier aus Fall 14. Ja. Habe ich mir extra noch einmal angeguckt vor der Reise. Ja. Aber wie lautete es noch? Wenn ich mich richtig erinnere, stand es. Ach, Cobra mit K. 14 im Bücherregal. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich dachte, es wäre Cobra. wie kann ich das löschen? Gut, okay. Ja, und das A. Ich bin sehr gespannt. Hallo, Chef. Hallo, Chef. Es in Strömen. Pommes hat Grippe. Zwiebel, Zwillinge, Masern. Wer? Nachricht von Sibeli. Entführerbrief ist eingetroffen. Gangster fordert $100,000. Grüße, Sandmann. Ich hatte es mir gleich gedacht. Es handelt sich also wirklich um eine Entführung. Wer ist Pommes? Wow, eine echte Entführung. Ich werde Kim befreien und den Entführer und seine Helfershelfer hinter Gitter bringen. Und ich werde ihm dabei helfen. Hä, 100.000? Das ist für eine Entführung von so einem Mädchen ein bisschen wenig, oder? Alles klar, Chef. Hier ist der Schlüssel von Zimmer 112. Natürlich! Er hat irgend so ein... Ich möchte von dir alles über Kim wissen. Okay, Kim Tissot war ein ruhiger Gast. Sie hat in den 2 Tagen, die sie hier gewohnt hat, keinen Besuch bekommen. Und außer einem Gespräch mit ihrem Vater in Paris auch nicht telefoniert. Ich habe nur einmal kurz mit ihr gesprochen. Sie hat mich einmal nach der Öffnungszeit des Voodoo-Museums und nach dem Fahrplan der Mississippi-Dampfer gefragt. Alles in allem nichts Auffälliges. Danke. Und jetzt nichts wie los. Ja, wie ihm einfach mal so ein windiges Stück Papier hinhält. So, ja, das ist mein Detektivausweis übrigens. Ah ja, so ein Stück Papier, Detektivausweis, kann sich ja überhaupt nicht jeder Haiopai ausdrücken, der irgendwie... Naja, aber auf jeden Fall, der Typ macht mich fertig. Der ist echt, das ist wirklich ein interessanter Fall. Also Kommissar Kugelblitz, also, der ist echt hart. Aber natürlich, wir dürfen erstmal natürlich ins Zimmer. Wer sind Pommes und irgendwas? Ich check gar nichts, ey. Wo ist denn Kims Zimmer? Ja, ich weiß es nicht. 112? Kims Zimmer. Den Schlüssel ins Schloss. Ja. Aber was steht denn drauf? Ich bin gespannt, ob wir in Kims Zimmer Spuren finden. Ah ja, es ist die 112. Keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst. Wurde durchsucht. Oder Kim ist einfach nur scheiße unordentlich. Das kann auch sein. Seife, zerschnitten. Ein interessanter Abdruck. Was? Oh, hallo. Hallo, du bist ja ein kleines Mäuschen. Was geht ab hier? Warst du das vielleicht? Oh, hier hat jemand was zerrissen. Ich such mal Schnipsel zusammen. Wollte da jemand Beweise vernichten? Mal sehen, was das für ein Zettel ist. Dazu müssen alle Schnipsel wie bei einem Puzzle zusammengelegt werden. Wir brauchen auch alle Schnipsel, oder? Gut, okay, komm, such mal Schnipsel noch. Haben wir noch mehr? Nee, okay, du komische Maus, ich such mal Schnipsel. Guck mal, eine Kamera. Hübsch,
Ein geschnitzter Alligator. Ah. Den hat Kim sicher hier gekauft. Ob sie den ihrem Vater mitbringen wollte? Bei der Alligatorbraut. So. Ja gut, so kommen wir der Lösung einen Schritt näher. Foto Express. New Orleans. So. Ja, komm, dann halt hier. Ja, komm, egal. So, da ist noch was. Das kommt hier hin. Hä, ich hab doch gesagt, das kommt da hin. So. Gut, okay, wir warten nochmal. Was haben wir noch? Hier ganz viel Zeug, da liegt Kram im Bett und so. Eieiei, Schublade offen. Im Badezimmer auch alles komplett verwüstet. Und da draußen... Kein besonders schöner Blick. Sams Alligatorfarm. Ah ja, und da hinten drin in diesem Ding liegt zusammengerollt, komm mit Tattoo, liegt da das Mädchen und ihr wisst ja, nach 48 Stunden ist sie sowieso nicht mehr auffindbar und wurde irgendwie als Sklavin auf dem Schwarzmarkt verkauft. Falls ihr nicht wisst, um was es geht, guckt euch Taken an. Habe ich schon gelesen, dass man hier berühmte Trauerzüge mit Pferdefuhrwerk und Jazzkapelle macht. Mit Liam Neeson, bester Film, bis zum nächsten Mal. Ciao.